Ist nicht willkommen. Trockene Hagensäuluft. Nein, freut mich wirklich. Ich habe riesen Freude, dass ich hier spiele. Es ist jedes Mal so geschehen, hier im Hündertourgau. Ist nicht recht, oder was? Kritisch, oder wenn ich gesagt hätte, neben Zürich wäre es auch nicht recht gewesen. Da muss ich ganz ehrlich sein, manchmal frage ich mich schon, ob die Leute, also im Prinzip eh, ja, wer denn ist? Ja. Ihr seid ja die Einzigen, die da hocken. Ja, aber ganz ehrlich, da frage ich mich, haben eh eigentlich nichts Schlechtes zu tun? Als einen ganz geschlagenen Tag Gedanken zu machen über Inhaltsstoff in Lebensmitteln. Geht es eigentlich noch? Schleift es in der Birne oder was? Inhaltsstoff in Lebensmitteln. Hinter kein anderes Problem. Hä? Es hat noch nie, und zwar während der ganzen Menschheitsgeschichte, hat es noch nie etwas anderes im Fressen gehabt als Inhaltsstoff. Und zwar diverse. Was für eine Überraschung! Es ist doch so, je genauer dass man her schaut bei Lebensmitteln, desto grösser die Chance, dass man irgendeine Nuance von einem Inhaltsstöffli quer in den Kopf hineinlegt. Weißt du, verstehen Sie mich? Ja, quer in den Kuttel hineinlegt. Man kann das im Prinzip vergleichen, ich sage es einmal, man kann das vergleichen, ich sage es, mit einem Klassenfoto. Ja, man kann das anschauen als Klassenfoto. Mit ein bisschen Abstand hat man den Überblick. Ja, was siehst du? Ein Klassenfoto. Ja, aber wenn man natürlich ganz nahe hergeht, ganz genau ins kleinste Detail schaut, ja, dann stecht immer nur noch mal der Rotschopf ins Auge. Das Kopfendach. Ja, und der dicke Toni mit den Flätdachen. Neben dem Ledergerberli, der in der Weltgeschichte umeinander schillert. Als Zeichnungslehrer. Man kann das sehen, wenn man will. Man muss aber nicht. Und genau so ist es im Prinzip bei der Ernährung. Von lauter relativ seltenen Unverträglichkeiten, Intoleranzen, Allergien. Wenn sie gucken, da verlieren wir doch, also man, ich nicht. Aber eh verliere ich da buchstäblich den Überblick. Natürlich gibt es Leute, die Probleme bekommen, wenn sie glutenhaltige Nahrungsmittel so sich nennt. Das ist was Gluten? Heißt doch nicht Gluten. Auch nicht Gluten. Ja, Gluten schon gar nicht. Weil Gluten sind in Grill innen. Komm, Gluten, Gluten, wie heißt es richtig? Hä? Wie sagt man richtig? Es heißt Gluten. Jawohl, Gluten, ich kann erklären, warum. Bitte, was schmierst, Harry, wenn du mit der Stichsäge die Hand versiechst? Merfen. Herr Doktor, die Handlampe könnte ein bisschen merfen haben. Nicht Smerfen. Gut, die Handlampe dann gleich noch. Aber wenigstens haben Sie es richtig ausgesprochen. Komm, Gluten, Gluten, ein Viertel haben Sie Gluten. Ihr habt doch keine Ahnung, auf was sie algerisch sind. Hä? Ja, ich habe nichts gegen Algerische. Im Gegenteil. Ich habe aber nichts gegen Leute, die tatsächlich keine Allergien haben, aber weil es Mode ist, jeder hure Mist mitfressen. Ja, gerade in der heutigen Zeit, wo ganze Bäckereien, ganze Ladenstraßen voll pumpen haben mit glutenfreiem, laktosefreiem, weiss der Teufel, meine, wo sind denn die Algeriker früher alle gesehen? Bevor es Mode geworden ist. Ja, das hätte doch mir so auffallen, wenn es massenhaft laktoseintolerant gesehen wäre. Das hätte man doch gehört. Während dem Klassenfoto. Bis rundum in der Rindsinne knuddert und guttert. Ja, irgendwann hat man es aber auch geschmeckt. Herr Gottini, wissen Sie nicht überhaupt, wie häufig dass so eine Glutenunverträglichkeit überhaupt ist? Hä?
ich, die das Zeug fressen. Kilomysine stoßen. Wie viel Prozent von der Bevölkerung sind es denn? Sind es 5 oder 13 oder 87? Wie viel sind es? Ich kann es euch sagen. Statistisch gesehen, also auf so ein kleines Theaterpublikum abgerechnet, sind das 1 bis 3 Personen, die tatsächlich an einer so Zöliakie leiden. Also Zöliakie, nicht Zöriakie. Das wäre in jener Region schon 100%. Auf alle Fälle sind es massiv weniger, als einer der hohen Lifestyle-Gugus-Foto verkauft wird. Es ist ein absolutes Luxusproblem. Apropos Luxus, wie hast du das früher gesehen? Wo es eben noch keinen Luxus auf dem Teller hatte. Gell? Also viel früher, sagen wir, zum Beispiel in der Steinzeit. Gell? Also Steinzeit. Ja, stellen wir uns das einmal bildlich vor. Ein Jäger. Der Hirsch im Anschlag. Ja, da gehen wir Josi von barem existenziellem Hunger. Ja, aber ich habe das Gefühl, der Jäger hat sich in dem Moment noch überlegt, wegen welcher Ingredienz in dem Viech, in dass er allenfalls einmal könnte schiessen bekommen. Nichts? Abzwicken das Hauchhack und ab auf den Grill. Und zwar ohne Diskussion. Und hör mal auf mit vegetarisch. Nein, nichts gegen Vegetarier, aber das ist eine ganz moderne Angelegenheit. Ich meine, das war jetzt nicht das Problem in der Steinzeit. Weißt du, was haben sie denn da gegessen? In der Steinzeit haben sie vor allem Fleisch gehabt. Was sind sie? Mungbohnen und Rucola. Bah, mit dem Zeug hat man doch früher nicht Schwerverbrechen gefoltert. Ja, darum sagt man ja heute noch, ins Gras reinbeissen. Ja, das ist wegen der sogenannten Rucola-Falte. Nein, Entschuldigung, ich bin jetzt nicht übermäßig und vor allem völlig ungerechtfertigt auf den Vegetarier rumhacken. Das haben sie jetzt wirklich nicht verdient. Die magere Hure Sau haben die. Da muss man fair bleiben, weißt du? Das ist sehr wichtig, Fairness. Was ich will sagen ist, es gibt heutzutage ernährungstechnisch noch ganz andere sogenannte Spezialisten, gell? Weil ich das Gefühl habe, die haben eine Wand draussen. Ja, manchmal hängen schon gerne noch ein Stückchen Fundament rein. Hast du es kennen, wie es geht, eine Gruppierung, die nennt sich Flexitarier. Habt ihr das auch schon gehört? Manchmal habe ich das Gefühl, es sei fast ein bisschen eine Religion dahinter. Ja, Flexi. Hat mir übrigens eine junge Frau, hat mir das letzte geklärt, hat sie zu mir gesagt, sie sei eben Flexitarierin. Habe ich gesagt, hm. Bist du? Also, Entschuldigung, das ist jetzt eine blöde Frage, aber ich kenne das nicht, weißt du? Flexit, das käme für mich komisch. Flexitarier, das käme für mich wie irgendeine Mischung zwischen Yoga und Winkelschleifen. Was, kann man da tanzen oder was ist denn das? Dann sagt sie, nein, das sei so, sie esse durchaus Fleisch, nicht sehr häufig, aber wenn, dann nur das Beste. Ich sage, das lassen wir mal zu, Mädel. So viel ich von dem verstanden habe, sagt man dem nicht Flexitarierin, sondern einfach Gourmet in der Hure Gugel, du. Ja, offensichtlich geht es genau um das in der heutigen Ernährung. Für jede Mode und irgendeinem Flippen und einem Poppen genommen. Aber da kann man sich dann hören mit dem Thema. Ich spüre, sie kommen schon wieder Magenbrennen über. Sie haben die Bühne, haben sie wieder ein Alpenbettchen zwicken. Nein, jetzt Spass beiseite. Die verrückteste Gruppierung in Sachen Ernährung, in meinen Augen, die verrückteste Gruppierung, das sind in meinen Augen die Dinge, wie nennen sie sich? Fruktarier. Manchmal sagt man auch Frutarier. Ja, das sind ganz wilde Typen. Ja, meistens können sie mit dem Tisch, wo der Tee. Also die Tisch, wo kennen alle.
Ja, für die Jüngeren, es ist ein Rollschuh mit Motor. Ganz wilde Typen, gell? Die ernähren sich konsequent von Zeug, wo Reif oben runterfällt. Am liebsten leicht angefühlt, direkt in die Schnorre rein. Die schaffe ich doch nicht, weißt du? Die schaffe ich nicht, die würde ich verhungern. Ja, die haben mindestens etwa 14 Wochen Ferien. Ja, die ernähren sich konsequent von Zeug, die oben runterfällt. Ja, sowieso. Und nachher siehst du es, die abgemagerten Kogelfruktarier höchst wie ein Migron am Salamigestell in den Schüttel. So. Ja, jetzt geht's weiter. Entschuldigung. Ist also nicht Corona. Vieliger. Ja, ich habe ja das so in dieser Form in einem früheren Programm noch nie gemacht. Das ist neuartig, es wird sich nicht körperlich, ein akrobatisch und ich habe gestört, dass ich das körperlich durchstehe. Also ein spezielles Aufbautraining in den letzten Monaten. Gut, ich hatte Zeit, weißt du, ich bin ja 10 Monate, bin ich daheim gehockt und dachte, was machst du? Musst du irgendetwas machen? Machst du ein Training? Weißt du, Online-Training gemacht. Am Team sehen, weil etwa 3 Bildschirme versichert. Ja, noch, wie hat es geheißen? Ganz ein spezielles Training, wir kennen es. Wie hat es geheißen? Bauch, Beine, Po. Hat es nicht überall gleich viel genützt, aber. Ja, noch, Robin, könntest du vielleicht zur Veranschaulichung von dieser enormen Spannung, die sich jetzt hier gibt, könntest du noch irgendeinen Trommelwirbel? Ich mag mich gut erinnern, ich war noch relativ klein, also noch nicht einmal in der Schule. Aber gleich, ich hatte schon alle Weile Angst vor dem Sterben. Also Sterben. Und ich lebe heute noch. Einmal habe ich dann schon gerade die Großmutter gefragt, ob sie mir nicht erklären könnte, wie wir einen Himmel neu haben. Ich habe dann aber gemerkt, dass sie es selber auch nicht weiss. Meine sie hätte es müssen wissen, mit ihrem Jahrgang. Sie hat dann gesagt, sei gut, am nächsten Tag kam der Pfarrer vorbei zum Benedizieren. Sie will ihn gerade selber fragen. Er ist dann gekommen, Herr Pfarrer. Pfarrer Wild hat er geheißen. Also wild wie zahm, einfach anders. Pfarrer Wild, ja. Yeah. Fluchen hat ein Pfarrer können wie der Bauer von Tanser, ein verflummerter Himmelshaus, Ackermehl, weißt du, so. Richtig katholisch. Wunderbar. Gut, irgendwo hat man schließlich auch gelehnt, da mit dem Fluchen. Hat sie gesagt, leg jetzt da den Pfarrer, jetzt kannst du ihn fragen. Ich habe ihn gefragt. Er hat zum Pfarrer gesagt, Herr Pfarrer, bitte, sind Sie so gut. Sagen Sie mir, wie kommt man in den Himmel ohne? Da schaut mich der Herr Pfarrer streng an und sagt mit tiefer, erhabener Stimme, Flüge. Da hure auch halb da. Entschuldigung, der hätte es ja selber nicht gewusst. Das kann ein Pfäffli. Offensichtlich hätte er es selber nicht gewusst. Aber, und das ist mir geblieben, alle haben ihm es geglaubt.
Das ist für mich wie eine Erleuchtung. In dem Moment habe ich mir geschworen, in Zukunft mache ich es haargenau gleich wie der Herr Pfarrer. Wenn du willst, dass die Leute neben das Globit, musst es du nicht wissen, sondern durch alle Böden durch Stink, Himmel, Erde, frech behaupten. Also behaupten. Und das ist doch interessant, wie sie die ganze Welt aus das Gleiche mit dem behaupten. Ja, geht in unserem arabischen Raum ganz ein bekanntes chinesisches Sprichwort. Als muss irgendein katholischer Griech gesehen sein. Mit ausserroder Doppelbürgerschaft. Auf alle Fälle das Sprichwort lautet, wer behauptet, hat recht. Punkt. Und ich würde es einmal behaupten. Ich glaube es. Jetzt meine ich mal anders, aber was ist denn überhaupt Wahrheit? Gell? Schwieriges Thema. Was ist Wahrheit? Oi. Wahrheit ist ja nicht zwingendermaßen da, wo stimmt, sondern da, wo der Mehrheit kann glaubhaft gemacht werden. Sprich, wenn du niemand hast, der daran glaubt, ja, dann nützt dir ein verdammter Scheißdreck, wenn du recht hast. Natürlich, in der Hitze der Behauptung ist mir dann jemand einmal vielleicht ein bisschen grosszügig mit der Wahrheit. Ja, weiss nicht, hat es Jäger da? Fischer, hä? Nimmst du mir noch andere? Fischersleute? Was, Politiker? Ja, hör auf! Die wissen sowieso, was ich meine. Das ist ja der Daily Business. Ich mache ein Beispiel zum Thema Wahrheit und vor allem, wie sie sich verändert hat. Das ist jetzt ein paar Jahre her, hat ein alter Kollege behauptet, ist nicht das Grösstes gesehen, wir haben mindestens etwa 4-5 Haare als Bier gewettet. Also hier noch in der Primarschule. Jetzt hat er stief und fest behauptet, er hat an einer Kleintierschau, gell? Kleintierschau, hat er einen 57 kilönigen Küngel gesehen. Herrgott, hör mir gelacht. Weißt, so ein hoher Sauschnorri. Entschuldigung, das haben wir ja gewusst, dass das nicht kann stimmen. Ein 57 kilönigen Küngel, geht's noch? Der hat den Küngel nie und nimmer an einer Kleintierschau gesehen. Ausgeschlossen. Weil mit dem Gewicht hat man das Viech korrekterweise bei der Gäse und bei der Schäfe vorstellen. Und ich weiss, von was das ist. Schwätz. Ist ja schließlich mein Küngel gesehen. Und ist denn übrigens gar nicht so einfach, einen Küngel überhaupt so weit zu bringen? Es ja, der Hund hat mich so aufpassen, dass mir der Küngel vor der Jury nicht mal anfangen zu böllen. Jetzt frage ich euch vielleicht, was hat das mit Wahrheit zu tun? Wahrheit in der heutigen Zeit. Wie sagt man dem heute? Postromantik, ja. Ganz schwieriges, ganz diffiziles Thema. Ja. Wer hat recht und vor allem von wo hat es? Ja, ja nein, man bitte, man lässt es, man hört es, man sieht es. Ja. Und dann im Internet, da fängt es ja meistens an. Merkst du, ich muss das nicht erklären. Ja. Der Vorteil, wenn man so ein Gerät ist, durchaus, man kann alles jederzeit nachschauen im Internet. Was ist der Nachteil? Dass jeder es hat. Sonst auch Krüppel. Ist es so, wenn du heute neben so einem Behaupten bist, frisch, fromm, frei von der Leber weg, dann geht es einen Moment und so ein Vorlaut, ein Ackermehl, nimmt den Gückel und hat einen Sack raus. Du weißt schon, heisst Google. Ich bin nicht blöd, aber der Sieg regt mich dermaßen auf. Ich sage jetzt halt dem Huren Google Gückel, gell?
Manchmal sagen wir schon gerne Drecksgückel, du Nützige, du Faulhute, du. Und bitte vom Typ her, nicht den, der das Gefühl hat, früher sei ja alles besser gesehen. Hä? Das weiß man heute. Früher ist bei weitem nicht alles besser gesehen. Zum Beispiel eine abgelaufene, schmierige und saure Gästensuppe. Ja, die hat er doch auch von Wikipedia schon in den Themen geplaudert. Das haben wir doch hier schon gewusst. Oder sagen wir zum Beispiel Haldegut. Das ist noch gar nie besser gesehen. Aber früher hast du wenigstens gefahrlos neben es behaupten. Du hast mindestens eine Nacht lang recht gehabt. Heute magst du kaum das nächste Bier bestellen. Heisst schon, du lügst. Aber ich meine, Lügen, gell? Es hat doch früher auch niemand gestört. Nicht einmal der Herrgott. Aber das haben sie wegen früher, vor dem Gückel, haben auch nicht besser gewusst. Wisst ihr, was das ist? Hä? Das ist eine Lichtmühle. Da kannst du drüllen und dann kommt da ganz fein gemahles Licht oben raus. Drei verschiedene Malgrade. Schau mal, hä? Weißt du, sieht man es bis heute? Das ist nicht so Satans, hure romantisch. Da geht mir fast nicht, als wenn ich ein Objekt sehe, weißt du, dann fängt es bei mir hin an, weißt du, sauhure schön. Und ist auch, ich muss sagen, ist qualitativ, ist natürlich wirklich, muss auch sein. Weißt du, musst du haben, auch da, man ist viel verrossen, Camping bist du viel verrossen und darum musst du die Wasch auch ein bisschen haben. Ich weiß, von was das ist, ich bin ja nicht einfach ein Camping-Fan. Oi. Ich bin ein richtiger Enthusiast. Ja, zum Beispiel Kroatien. Heute sind wir alles in allem, was soll ich sagen. Also insgesamt sind wir da schon zweimal gesehen, auf dem gleichen Camping. Notabene auf dem haargenau gleichen Stellplatz. Nein, das tue ich mir relativ wichtig. Und Achtung! Wieder neben dem Karl. Man muss ganz ehrlich sehen, Kroatien als Land. Ich glaube, wir haben es langsam gesehen. Weil irgendwem fängt es sich einfach an wiederholen. Da ist mir das erste Mal schon aufgefallen. Ich bin an sich ein geselliger Typ. Weißt, an dem liegt es jetzt nicht. Mein Verhältnis zu Kroatien, weißt, ich bin ja dermaßen interessiert, weltoffen, weißt du. Sicher, Camping, das ist für mich nicht das Größte. Da hast du rundum, dicht an dicht, fremde Kulturen. Da Slowenen, Tschechen, Thurgauer. Alles. Und du weißt, die gehen auch wieder. Vor allem Thurgauer. Da ist einmal die grosse Frage, was kommt als nächstes? Und vor allem, wie lange bleibe ich neben uns? Die Sau gegen die. Ich spiele ja seit vielen Jahren leidenschaftlich Tuba. In so einer Guckermusik. Der eine oder die andere kennt sie vielleicht, wir heißen Tranzenpfeifer. Und für mich ist der Fall klar, wie man es dann eben will bringen in der Kunst. Also gucken musikalisch. Also ich übe mittlerweile praktisch das ganze Jahr meinen Ton.
Und für da ist ein Camping einfach ideal. So ein bisschen üben, weißt du? Für das Monsterkonzert. Ich habe ja Zeit. Gut, ich fange meistens relativ früh an. Na, dann hat man noch Ruhe. Das gefällt jetzt nicht jedem. Das ist klar, mir gefällt auch nicht alles. Aber ich habe auch nichts gesagt, wo der eine Deutsch die ganze Woche, praktisch jeden Tag, bis tief in die Nacht rein, also so hure penetrant seine Scheiße so Doku gelöst hat. Das respektiere ich auch. Derige Emissionen, gell? Aber ich sowieso ein spezieller Typ gesehen, der Deutsch. Also Typ, ich muss es da noch differenzieren. Halt einfach wie alle Schwaben. Nein, das sind einfach komische Leute, die Schwaben, gell? Da kannst du mir sagen, was du willst. Als Beispiel, die Schwaben, das sind Leute, die saufen das ganze Jahr konsequent nur das eigene Bier. Auch in der Ferien übrigens. Meine, was willst du von so einem Schwab denken, wo sie ins Kölsch tausende von Kilometern quer durch Europa durchkisselt? Geht's eigentlich noch? Hä? Ich gehe doch nicht her und transportiere Haras wie es Quellfrisch auf Kroatien. Für was? Schließlich ein Zapfhahn im Wohnwagen. Hat es überhaupt Deutsche da? Das, was mich an euch, und zwar grundsätzlich, ich sage jetzt nicht aufregt, aber es geht ganz stark in diese Richtung. Wir sind die alle mal so sauhuren verbissen. So sauhuren verbissen. Ja, wenn ihr gerade nicht was könnt in den Grund hineinsetzen, dann habt ihr Freude. In Schwaben und alle Betriebe, dick auftragen, brallen, am Schluss noch eine Schicht Schlagrahmen oben drauf. Das ist typisch. Gell? Bescheidenheit und Demut. Ha! Fremdwort. Aufhören. Nein, die können das nicht. Weißt du, ich mache ein Beispiel. Ich habe ja meine Fischereiausrüstung mit auf Kroatien. Also die Kleine. Ja, die wären sie Köder, 13 Ruten, so ein Arkgräb, Filetiermesser, Räuchhofen, was man halt so hat. Und der Schwab hat von mir so ein Stückchen Silch bekommen. An den Stecken her in die Bande, als Brot an den Haken. Ja. Ich hingegen habe extra so eine WLAN-fähige Unterwasserkamera. Weißt du, wo man das Handy kann, die Rote her in die Klippe als Display, so eine 500-fränkige Spezialkamera an den Silch her in die Bande. Und da habe ich das Heimdisplay innen, schwarmweiss, barschartig, weißt du, ästige Viecher, weißt du, der ja, yeah. Ich sage, also kielönige Flossen haben sie gehabt. Hast das Gefühl, so ein Sausjech hat gebissen. Nützt, ich bin offensichtlich nicht gut genug gesehen, diesen kroatischen Huren Schleimzipfel. Und dort mal links oben im Display gesehen ist, so ein unmotivierter. Miserabel geknüpften Haken mit so einem verschimmelten Brotfetzchen drin und dem fackernassigen Saufisch. Ja, kein Schöner, aber er konnte schwimmen, der Satan. Und die Hure Vollpfosten hat dem Schwab extra noch den ältesten Haken.
So ein stumpf, verrosteter Sau sich von einem Haken, was heisst da Haken? Einen Nackraffen haben ihm gegeben. Das ist das, was mich am allermeisten aufregt an dieser Schwabe. Ihre masslose Effizienz. Ich hätte die ganze x-tausend Franken Fischereiausrüstung am liebsten am höheren Bogen ins Meer rausgeworfen. Verstehen Sie mich jetzt? Eben. Also eben. Vielleicht noch ein Wort zum Gastgeber. Man sagt, alle Kroaten sagen, das ist auch gastfreundlich. Aber das, was ich den Jan und zwar leibhaftig erlebt habe, das hat mit Gastfreundschaft nicht viel zu tun. Ist das so gesehen, ich habe und in der Ferien kochen wir grundsätzlich ein. Letzten Abend einmal. So, ich denke, ich mache nicht etwas Typisches. Weißt du, man passt sich ja an. Land und Leute, da gibt es Flogenheit. Merkst du, ich denke, ich mache so ein original kroatisches Salami-Gulasch. Gut, ich sage natürlich anders, die anderen, wie sage ich es irgendwie? Gulic. Salamic, Gulic, Ricic. Ich habe kein Kroatisch. Auf alle Fälle ist jetzt mehr blöderweise das Aroma ausgegangen. Ja, weil wir haben ja am gleichen Tag, zu vier, haben ja mehr noch Fondue gehabt. So ein Campingfondue, merkst du das? So eine Spezialmischung haben wir einmal. Weil so, wie sagt man, Moitié, Moitié, kennt man das da? Kennen der Moitié, Moitié? Hälfte Käse, Hälfte Aromat. Ich habe verstanden, dass man eben Camping-Lederliche Aromate im Angebot hatte. Ich erwarte auch keine Bouillon-Töpfchen. Ich meine, ich erwarte ja keine Haute Cuisine. Aber wenn es wenigstens Bratensauce-Bolfen hätte. Bratensauce-Bolfen, gell? Hätte nicht einmal vom Migros müssen sein. Nein! Ich hätte so Not schon gerne den trockenen Huren Kopfbolfen gefressen. Aber und das ist das, was ich eigentlich will sagen: die Verkäuferin, die kroatisch. Das Fräulein, die hat meine kulinarische Notlage gnadenlos missbraucht, muss man sagen. Weißt du? Hat das Gefühl gehabt, sie haben einen Dummen gefunden, wo sie irgendein krummes, dubioses Geschäft mit mir. Weißt du, jetzt hätte die mehr wollen. Anstatt Aroma für das Gulasch. Ja, jetzt wäre es ein bisschen schücherlich. Also für die Schwaben schücherlich. Ja. Hätte die mehr wollen, anstatt Aroma für das Gulasch, hätte mir wollen Paprika antrüllen, die hohen Gummisle die. Und anstatt Salamiwürfel, der nützige Hure, der Rindfleischbölle, weißt du, wie geht's eigentlich noch? Da lass ich mich doch nicht verarschen. Sicher nicht beim Kochen. Hey, ich bin oben an einem Kochclub. Spezialgebiet Gulasch. Diverse internationale Gulasche. Da muss ich jemand in der Technik und mein Rezept reinfunken. Hey. Wenn ein Gulasch-Rezept, das ist nicht nütz. Das ist ein Gulasch-Rezept. Das ist praktisch ein Grundrecht. Ja, für da müssen Sie mal auf die Straße demonstrieren. Nicht alle gerade mit dieser Corona-Massnahme, Dings, Bums, weißer Teufel. Nein, für Gulasch-Rezept. Ich habe noch nie einen gesehen, der für ein Gulasch-Rezept ist, zu reicheln. Da interessiert sich am vierten Dreck. Aber genau derige Übergriff ist intimst, ist privatisch von einem politischen Mensch. Ich bin das Gulasch-Rezept!
Leutnant Zack, das beobachte ich seit Jahren, gerade auf Campingplätzen in einer gewissen Regelmäßigkeit. Da frage ich mich jedes Jahr wieder, nachdem er mich 2 Wochen lang verhöhnt, beschissen und bevormundet hat, wenn ich das jedes Jahr trotz allem schaffe, mich innerhalb von 2 Wochen nach Strich und Faden zu holen.